Die Online-Bewerbung. So bewerben Sie sich bei uns um einen Studienplatz. Nachdem Sie sich bei unserer Online-Bewerbung registriert haben und sich angemeldet haben, kommen Sie auf diese Übersichtsseite. Sie können hier unten Ihre persönlichen Daten eingeben, Angaben zur Vorbildung machen und falls vorhanden ein Vorstudium eintragen. Hier oben können Sie einen Studiengang wählen, für den Sie sich bewerben möchten. Bei den persönlichen Daten habe ich schon einige Eintragungen gemacht. Sie füllen bitte alles aus, klicken dann auf jeder Seite auf Speichern. Bei der Krankenkasse geben Sie an, ob Sie gesetzlich krankenversichert sind oder privat oder die dritte Option noch gar keine Krankenversicherung in Deutschland haben. Sie müssen dann, wenn Sie krankenversichert sind, zu einer gesetzlichen Krankenkasse gehen, wenn Sie gesetzlich krankenversichert sind, natürlich zu Ihrer. Sie müssen dort Bescheid geben, dass Sie bei uns studieren möchten. Die gesetzliche Krankenkasse übermittelt uns dann Ihren Versichertenstatus. Auch bei Privatversicherten ist die Kommunikation über eine gesetzliche Krankenversicherung. Erreichbarkeit, hier wird nochmal die E-Mail-Adresse angezeigt. Die ist unbedingt notwendig. Da habe ich ja schon bei der Registrierung darauf hingewiesen, dass Sie eine E-Mail-Adresse wählen, über die Sie gut erreichbar sind. Falls Sie eine Berufsausbildung haben, tragen Sie diese hier ein. Falls Sie einen Dienst abgeleistet haben, zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst, geben Sie das hier bitte an. Wenn Sie einen Sonderantrag stellen müssen, informieren Sie sich bitte vorab, welche Möglichkeiten es gibt und wählen dann hier Ja, falls Sie das machen möchten. Es gibt noch ein paar abschließende Fragen. Wenn die beantwortet sind, klicken Sie nochmal auf Speichern und Sie werden dann automatisch auf diese Übersichtsseite zurückgebracht. Die Angaben zur Hochschulzugangsberechtigung, Angaben zur Vorbildung. Sie geben also an, welche Hochschulzugangsberechtigung Sie haben. Dann Details dazu, wieder auf Speichern und fertig. Die Angaben, die Sie jetzt gemacht haben auf diesen beiden Seiten, können Sie jederzeit nochmals ansehen oder auch verändern, solange Sie noch keine Bewerbung abgeschickt haben. Sie können sich entweder nochmal komplett durchklicken oder gezielt zu einer Seite springen. Auch hier können Sie direkt wieder zur Übersichtsseite dann springen. Sollten Sie ein Vorstudium gemacht haben, klicken Sie hier und beim Plus können Sie jeweils entweder ein Vorstudium an einer deutschen Hochschule oder eines an einer ausländischen Hochschule hinzufügen. Kommen wir nun zu den Studiengängen. Hier können Sie auswählen, für welchen Studiengang Sie sich bewerben möchten. Hier oben für welches Semester, fürs erste oder ein höheres. In der Regel ist es ja das erste Semester, für das Sie sich interessieren. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, in allen Studiengängen ein höheres einzusteigen. Im Zweifel bitte erkundigen Sie sich bei den Kolleginnen. Bei jedem Studiengang ist auf unserer Internetseite ein Ansprechpartner benannt, eine Ansprechpartnerin, die Sie anschreiben können und dann sich informieren können, ob das möglich ist, in ein höheres Semester einzusteigen. Hier ist im Moment hinterlegt für Heilpädagogik und soziale Arbeit. Die meisten Bewerber wollen bei uns von Anfang an studieren. Erstes Semester. Ich wähle jetzt mal den Studiengang soziale Arbeit. Gehe auf Speichern. Sie erhalten dann studiengangsspezifische Hinweise. Die sind also bei jedem Studiengang anders. Bitte lesen Sie sich diese Hinweise gut durch. Auch diese Fragen sind je Studiengang nochmal spezifische Fragen. Auch da habe ich schon mal eine Antwort vorbereitet. Auf Speichern. Und diese zweite Seite mit zusätzlichen Fragen, da interessieren wir uns, wie Sie auf die Hochschule und auf den Studiengang aufmerksam geworden sind. Die Angaben sind natürlich alle freiwillig, aber interessieren würden Sie uns natürlich schon, wenn Sie uns da etwas schreiben könnten oder anklicken. Ja, auch hier nach der letzten Seite nochmal die Vorwegzulassung. Genau, in aller Regel ist das nicht der Fall. Wenn Sie mit allen Fragen durch sind, werden Sie auch hier wieder zurückgebracht auf die Übersichtsseite. Sie haben jetzt hier dieses neue Feld, das ist der Studiengang, den Sie ausgewählt haben. Sie können hier nochmal Ihre Angaben einsehen und auch bearbeiten.
Und wenn Sie das alles fertig haben, auch hier unten alles eingegeben haben und alles richtig ist, können Sie Ihre Bewerbung jetzt schon wegschicken. Sie sehen, dass hier oben etwas Neues hinzugekommen ist, Dokumente hochladen. Das geht unabhängig von der Bewerbung hier. Natürlich ist beides notwendig. Sie müssen die Bewerbung absenden und uns Dokumente schicken. Ich würde jetzt als erstes Ihnen gerne zeigen, wie Sie die Bewerbung abschicken, weil die Dokumente würde ich dann zusammenhängend nachher nochmal anschauen. Auch hier werden Sie auf die Dokumente aufmerksam gemacht. Das können Sie also gar nicht vergessen. Alle Angaben, die Sie bisher gemacht haben, also seien es Dokumente hochgeladen, worauf ich später eingehen möchte, also auch hier alle Angaben, die Sie auf den Seiten gemacht haben, die wir jetzt gemeinsam angesehen haben, werden hier nochmal zusammengefasst. Und am Schluss gibt es hier noch einige Informationen und Dinge, die Sie erklären müssen. Das klicke ich jetzt einfach mal alles an. Teilweise sind Links noch dabei, wo Sie Informationen bekommen. Das letzte Häkchen ist, dass Sie alles wahrheitsgemäß und vollständig angegeben haben. Und wenn das alles ausgefüllt ist bzw. angehakt ist, dann können Sie hier nochmal auf Weiterklicken. Nochmal die Warnung, ab der nächsten Seite können keine Änderungen mehr durchgeführt werden. Und wenn Sie hier nochmal auf Weiterklicken, dann haben Sie diese Bewerbung abgeschickt. Sie bekommen jetzt nochmal einen Überblick über die Dokumente, die wir von Ihnen gerne haben möchten oder brauchen, um Ihre Bewerbung berücksichtigen zu können. Und auch den Status. Bis jetzt ist noch nichts hochgeladen. Hier geht es zur Übersichtsseite. Jetzt sehen Sie, dass das Fenster des Studiengangs grün umrandet ist. Sie können nichts mehr bearbeiten hier. Auch hier unten können Sie es nicht mehr bearbeiten. Sie können den Antrag ansehen, aber weiter nichts tun. Nachdem das jetzt hier erledigt ist, natürlich können Sie auch noch einen weiteren Studiengang hinzufügen, wenn Sie sich für mehrere Studiengänge bewerben möchten. Das Prozedere ist dann genau das gleiche. Wenn das jetzt alles erledigt ist, dann können wir uns jetzt hier die Dokumente ansehen. Diese Dokumente benötigen wir von Ihnen, aber zunächst nicht im Papierformat, sondern rein online. Sie können diese Dokumente alle hochladen. Wenn wir ein Dokument von Ihnen im Papierformat brauchen, dann werden wir Ihnen das explizit mitteilen. Im Zulassungsbescheid steht sehr wahrscheinlich etwas drin. Bitte achten Sie da genau, was da von Ihnen gefordert wird. Hier sehen Sie auch alle Fristen. Sie sehen, dass Dokumente unterschiedliche Fristen haben können. Also das ist nicht alles gleich. Zum Beispiel den Nachweis über ein 6-wöchiges Vorpraktikum, den können Sie bis kurz vor dem Beginn Ihres Studiums nachliefern. Da können Sie also zum Beispiel noch den Sommer nutzen, um dieses Praktikum zu machen. Hier zum Beispiel die Hochschulzugangsberechtigung ist jetzt in diesem Jahr die Frist der 15.07. Sollten Sie Ihr Zeugnis noch nicht haben, gibt es dafür eine Nachreichfrist. Sie wurden bei den Angaben zur Hochschulzugangsberechtigung danach gefragt, ob das Zeugnis bereits vorhanden ist. Wenn Sie dort Nein angeklickt haben, wird hier die Nachreichfrist angezeigt. Diese Fristen variieren natürlich von Jahr zu Jahr. Das sind jetzt die Fristen für dieses Jahr. Jetzt können wir uns mal beispielhaft an der Hochschulzugangsberechtigung anschauen, wie dieser Upload funktioniert. Sie klicken auf Hochladen. Hier bekommen Sie allerhand Erklärungen, wo Sie sich das alles nochmal genau durchlesen können. Dann klicken Sie zum Beispiel hier auf das Fenster drauf. Und dann können Sie eine Datei auswählen. Ich habe jetzt hier ein paar Testdateien mal angelegt. Da ist auch eine HZB, eine Hochschulzugangsberechtigung dabei. So. Sie könnten jetzt noch ein weiteres Dokument hinzufügen, indem Sie nochmal hier draufklicken und eine weitere Datei auswählen. Das ist dann der Fall, wenn Sie die Dokumente eingescannt haben oder abfotografiert haben und es lauter einzelne Dateien sind. Wenn Sie dann alle Dateien haben, die Sie benötigen, um zum Beispiel hier die Hochschulzugangsberechtigung uns zu senden, dann klicken Sie auf Dokument fertigstellen. Das heißt, die einzelnen Dateien, sollten es mehrere einzelne sein, werden dann zusammengefügt und wir erhalten dann das zusammengefasst als ein Dokument mit dem Titel Hochschulzugangsberechtigung. Ich klicke hier mal auf Fertigstellen. Hier nochmal zur Sicherheit die Nachfrage, wollen Sie es noch weiter bearbeiten oder ist alles da? Wenn Sie mit der Maus drüber fahren, sehen Sie auch, was hier hinterlegt ist.
Und ich klicke jetzt auf Dokument fertigstellen. Und das war's dann schon. So, jetzt können wir zur Upload-Übersicht gehen. Jetzt sehen Sie hier alle Uploads und sehen dann bei der Hochschulzugangsberechtigung erfolgreich hochgeladen. Dieser Status wird sich im Laufe der Zeit verändern, nämlich dann, wenn wir uns die Dokumente ansehen. Wenn alles in Ordnung ist, steht hier irgendwann mal okay. Ja, ich gehe nochmal zurück zur Übersichtsseite. Wir waren jetzt also hier bei Dokumente hochladen. Im Laufe der Bearbeitung Ihrer Bewerbung wird hier eine zusätzliche Schaltfläche erscheinen, die jetzt noch nicht da ist. Die werde ich im nächsten Video vorstellen. Bitte behalten Sie den Status Ihrer Bewerbung über diese neue Schaltfläche und den Status Ihrer Dokumente über diese Schaltfläche und den Bereich, wo wir gerade eben waren, über den gesamten Bewerbungszeitraum im Blick. Schauen Sie sich vor allem die Fristen an und bevor eine Frist abläuft, schauen Sie nochmal rechtzeitig rein, ob vielleicht doch noch irgendwas zu tun ist. Wir werden Sie auf diesem Wege auch kontaktieren und auf Dinge aufmerksam machen. Details über das weitere Vorgehen dann im nächsten Video.